Schweizer Filmpreis bedeutet für die Filmschaffenden hier in der Zentralschweiz, glaube ich, mal in erster Linie wirklich eine grosse Anerkennung, eine Wertschätzung. Und sie bekommen natürlich da auch ganz relevante Mittel von der Köchlin-Stiftung, von der Albert-Köchlin-Stiftung, für zum neuen Projekt aufgleisen können. Und ganz allgemein kann man sagen, man sieht hier an so einer Veranstaltung einfach, wie wahnsinnig viele tolle Sachen hier in der Zentralschweiz in Sachen Film, Dokumentarfilm, Animationsfilm in 2 Jahren entstehen. Ich finde, du siehst aus wie eine Kräuterhex. Findest du? Ja. Dann bist du vielleicht meine Schwester. Schon möglich. Wie alt bist du denn? 8 und du? 127. Einerseits ist es wahnsinnig toll, dass wir einen Preis hier in der Innerschweiz bekommen. Hier, wo wir auch daheim sind, wo wir unser Leben führen, wo wir aufgewachsen sind. Das ist eine grosse Anerkennung. Und der Preis ist auch hoch dotiert. Das ist viel Geld. Geld kann man immer brauchen, wenn man Film macht. Das fehlt immer irgendwo. Und da werden wir viele Möglichkeiten haben, dass in neue Projekte zu investieren. Es gibt viele interessante Filmemacher, filmschaffende Künstler in der Region und so ein Anlass ist toll, weil sie dann sichtbar werden. Die Jury prämiert Lina Mäder für die Regie in «Die Kinder von Babel» in der Kategorie Abschlussfilm mit einem Innerschweizer Filmpreis der Albert-Köchlin-Stiftung in der Höhe von 50.000 Franken. In der Innerschweiz gibt es so ein tolles Filmschaffen. Wir haben sehr viele talentierte Leute. Aber viele davon wandern ab, weil sie in der Innerschweiz keine Fördergelder bekommen oder Möglichkeiten nicht haben, ihre Filmprojekte zu finanzieren. Deshalb engagiert sich die Albert-Köchlin-Stiftung mit dem Innerschweizer Filmpreis für das Innerschweizer Filmschaffen. Es gibt in der Innerschweiz eine sehr breite Filmfalt vom Filmschaffen, sicher auch bedingt durch eine tolle Ausbildung, die wir hier haben, an der Hochschule. Es ist Animationsfilm, glaube ich, sehr, sehr stark. Es gibt spannende Dokumentationsfilme. Nach so vielen Jahren haben wir uns auch zu einem grösseren Produktionsunternehmen entwickelt. Und natürlich hat man hier auch eine Verantwortung gegen all diese freischaffenden Filmtechniker, Kreativen. Und da versuchen wir natürlich auch weiterhin tolle Projekte zu stemmen, sodass auch viele Leute Arbeit haben und an tollen Projekten mitschaffen können. Der ganze Anlass war sehr schön. Nichts versnobbt, nichts einfach. Leute, die gearbeitet haben und einen Preis verdient haben. Also etwas Schönes kannst du nicht zuschauen.